Bei Heel oder eben auch Seite handelt es sich um einen Befehl, der den Hund um den eigenen Körper zu einer Seite führt und ihn dort sitzen lässt. Das kann die rechte oder eben auch die linke Seite sein, je nachdem, wo der Hund geführt wird. Dieser Befehl kann für zwei Zwecke eingesetzt werden. Erstens, um andere Befehle vorzubereiten, da man den Hund zur Ruhe, Konzentration und eine gute Position bringt. Und zum Zweiten handelt es sich um einen sehr, sehr effektiven Befehl für Begegnungen mit Menschen, bei beispielsweise Begrüßungen oder bei anderen Hunden. Wir wollen Unsicherheiten bei unseren Hunden als auch überschwängliches Freuen durch einen Befehl kompensieren. Und die ersten Schritte dafür sehen folgendermaßen aus. Erstens der Befehl Sitz. Der Hund sollte das Kommando Sitz kennen. Wie man ihm das beibringt, das habe ich bereits in einem anderen Video erklärt und wenn ihr möchtet, könnt ihr euch das gerne anschauen. Ich habe es an der Seite verlinkt. Zweitens das Herumführen. Das Herumführen des Hundes funktioniert je nach Hund am besten mit Futter in der Hand oder einem Spielzeug. Dabei müsst ihr selbst herausfinden, auf welches der zwei Reize euer Hund am besten reagiert. Ich bezeichne eure Wahl, ob Spielzeug oder Futter, im Folgenden als Objekt. Macht das Objekt interessant, führt es an die Nase des Hundes, habt ihr Aufmerksamkeit erregt, lasst es in einer Kreisbewegung hinter eurem Körper verschwinden. Folgt der Hund euch nicht, wie man jetzt hier gerade sehen kann, bewegt das Objekt zurück zum Hund. Unbedingt spannend machen, indem ihr es bewegt. Zu Anfang erfolgt kein Wortlaut. Wir wollen das Folgen über die Nase oder über die Augen konditionieren. Sobald das gut klappt, nimmt man das Sichtzeichen hinzu. Das ist ein ausgestreckter Finger, der nach unten zeigt und dann von vorne hinter den Rücken bewegt wird. Das Futter oder das Spielzeug, sprich Objekt, ist weiterhin in der Hand. Auch hier folgt der Hund euch nicht. Zurück in die Ausgangsposition und die Hand mit dem Objekt spannend machen. Manchmal braucht es einfach einige Versuche. Das ist beim Lernen kein Problem. Habt Geduld, besonders bei jungen Hunden. Nun beginnt man, das Objekt in der Hand wegzulassen und nur noch mit dem ausgestreckten Zeigefinger und der beschriebenen Kreisbewegung zu arbeiten. Falls das noch nicht klappen sollte, unbedingt das Objekt wieder in die Hand nehmen. Sobald der Hund der Fingerbewegung folgt, kann man den Befehl Heel oder Seite mit hinzunehmen. Ziel dieser ganzen Übung sollte eigentlich sein, den Hund aus dem Freilauf zu sich zu rufen, sodass er um den eigenen Körper läuft, neben der eigenen Körperachse stehen bleibt und sich automatisch hinsetzt.